Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Und wir werden schon wieder, ja, aus den schönen Griechenland rausgeschmissen. Und wieder wegen einem Bürgerkrieg. Wie einfallsreich. So, auf jeden Fall sind wir, wie gesagt, viel zu spät dran. Es ist schon 129. Verdammt. Vor 2 Jahren hätten wir in Türkei einmarschieren müssen. Ach, das ist doch doof. So. Was machen wir hier? Was machen wir hier? Wir müssen irgendwie schaffen, diesen Talenttypen zu mobben. Zu ultramobben. So. Dieses Mal bitte schießen, ne? Ach, dann seid halt hier. So, ein bisschen vorspulen. Ah, da hinten ist eine Überschwemmung. So. Unser General wird angegriffen. Warte, das schaffen die auch alleine, das ist keine Frage, aber ich muss unbedingt den General töten. Die sind zwar jetzt total schnell tot, aber trotzdem will ich den Charge in den Rücken. Genau. Dann bekommt ihr noch einen großen Malus. Genau, das ist doch schön. So, und jetzt kann ich wieder hier hingehen. Ja, wobei, einer bleibt hier. Einer bleibt hier. Du gehst jetzt auf die Pferde drauf. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, gar nicht mal. Das war abzusehen. Okay, wieder formieren, bitte. Achso, das ist schon das Pferdding. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Ach, da kommen die Picken. So, du kommst jetzt dahin. Ihr kommt jetzt dahin.
Ihr kommt jetzt ein bisschen weiter zurück. Speerträger werden ziemlich warm, ne? Nochmal Speerwerfen? Ne, okay. Muss ja nicht, ne? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, naja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Der hat richtig lange ausgehalten, ne? Aber dennoch konnte er nicht nichts machen. So, ja, die Kavallerieeinheiten sind gut dezimiert. Der General ist gestorben, das ist das Wichtigste. Wobei bei den Computergegnern ist es auch mehr oder weniger egal. Also die bekommen sowas wie Bürgerkrieg und sowas überhaupt nicht. Und dementsprechend, ja, nein. Es ist ja so ein kleiner Triumph für uns, dass er halt, ja, seinen General verloren hat. So. Ja, und da kommt jetzt Athen. Sparta. Es ist einfach nur wunderbar. Am Altar unseres Wohlwollens muss ein Opfer gebracht werden. Warte. Ja. Massilia wird, glaube ich, auch nicht angreifen, weil die waren schon, also okay. Genau, und der Agent geht von da unten nach hier oben. Genau. Nur um zu sterben. Das ist gut. Das ist schön. Das ist sehr schön. Okay. Ah, noch eine. Ah, es ist gerade herrlich. Es ist gerade herrlich. Ja, wird belagert, Feind verwundet, Mission fehlgeschlagen. Ja, also, wie soll ich die denn besiegen? Die ist da ganz unten. Mei, oh mei. So. Dann übernehme ich die mal. Super. Der braucht noch eine Runde, leider. Der wird dann, warte mal, der braucht keine Runde. Der geht gleich nach ganz oben. Weil hier kann er nämlich auch nochmal den da. Ist das ein Admiral? Yep. Ups, das ist gefährlich. Admiral ist immer gefährlich. Admiral ist gefährlich. Dann fahre ich mal da runter. So. Hier mache ich mal mehr Futter, weil es geht gerade sehr schnell runter. Wie sieht's hier aus? Was ist das für einer? Das ist eine 16er Legion. Oder Armee. Attentatieren, bitte. Feind gemeuchelt. Das heißt, ja. Der General ist weg. So.
So, ich könnte, wenn ich wollte, aber will ich? Ich glaube, ich will. Ich glaube, ich will. Oder ich will doch nicht. Meine Kavallerie ist halt nicht sehr stark. Nee, ich will nicht. Was ich schön ignoriert habe, ist, dass das ja Sparta ist. Also man muss die wirklich bis zum letzten ausmerkeln, damit die irgendwie damit die überhaupt anfangen zu denken, dass sie keine Chance mehr haben. So, die sind immer noch nicht voll aufgemotzt. Wie sieht's denn in Spanien aus? Da habe ich halt eine Legion, die nützt niemand eigentlich. Okay. So wie ich sehe, habe ich ein Problem in der nächsten Runde, weil es ist jetzt innerhalb von einer Runde von 30 auf 8 runter. Das ist seltsam. Mal schauen, ob nächste Runde. Also rein theoretisch müsste es jetzt auf Minus sein. Und wenn's. Dieser sinnlose Krieg könnte heute schon enden, wenn ihr die Umstände anerkennt und nicht weiter wunschdenkt. Das ist ehrlich gesagt eine Überlegung wert. Ach, die mögen den Senat. Kein Wunder, dass sie den nicht angreifen. Ich glaube, ich mach's aber trotzdem nicht, weil. Also, wenn wir jetzt Frieden hier verhandeln, dann werden wahrscheinlich die beiden auch. Und also wahrscheinlich ganz Griechenland dann anfangen, so, ja, okay, dann machen wir Frieden. Dann hätte ich Zeit für die Senatsabtrünnigen. Aber danach müsste ich sofort wieder angreifen und das macht mich halt dann nicht mehr felsenfest. Und das heißt, dass die abspringen könnten. Aber momentan sieht es halt echt nicht gut aus für mich. Momentan habe ich da eine Legion, die ein bisschen angekratzt ist. Da habe ich zwei. Also hier und hier. Die dritte kommt gerade hier hin. Ich glaube, ja, ich glaube, das schaffe ich. Weil die da greift jetzt Senat an, die da greift in zwei Runden Senat an. Die da kümmert sich um Räter und die da muss aushalten. Okay. Uff. Okay. Ich könnte es. Nee, vielleicht. Okay. Jetzt kommen halt Athen wieder daher. Jetzt kommt halt Athen daher. Was machen die denn jetzt? Echt jetzt? Mit drei Legionen wollt ihr versuchen, das mich da rauszuschmeißen? Das schafft ihr nicht. Das wisst ihr schon, oder? Was habt ihr denn? Gepanzerte Legionäre? Woher haben die die? Ja, wahrscheinlich war das die eine. Ja, wahrscheinlich war das die eine Armee. Genau, Legion 3, die nur die da als Verteidigung hatten. Genau. Ja, pff. Glaubst du, das schaffst du? Glaubst du, das schaffst du? Schau mal, meine Einheiten, die sind voll gut.
Ich glaube, das schafft er nicht. Und wenn, müsste ich ziemlich dämlich spielen. Ich will auf jeden Fall seinen General abfangen. Das mache ich auf jeden Fall. So, auf 100%ige Fälle. So. Dann ist die Frage, der will hier rein. Und der kommt höchstwahrscheinlich von da. Ich hoffe, dass er von da kommt. Muss er eigentlich, also wenn sein Hauptgeneral. Warte. Nein. Ihr stellt euch so hin. Warte. So ist ganz gut, oder? So kann er schießen, ja. So ist es gut. Ihr schützt die. Okay. Das ist mein General. Okay, dann werde ich mal hier und hier. So. Zwei. Die gehen hier hin. Die gehen dahin. Die schauen mal hier vorbei. Die schauen hier vorbei. Der General ist hier. Habe ich noch jemanden? Außer die Schiffe. Die können da wahrscheinlich nicht landen. So. Und ihr macht schön explosiv. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, natürlich von da. Das war ja klar. Warte, nee. Du greifst den jetzt nicht an. Der hat nur zwei verloren. Alter. Bisschen wenig. Ach, jetzt geht's ihm wieder gut, ne? Ist doch komisch. Der feindliche General ist tot. Ja, also. Bis zum letzten Mann.
schreckliche General! Was machst du denn? Bist du bescheuert? Eieiei. Oh. Oh. Upsi. Da habe ich nicht aufgepasst. Böse. Die Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die jagen noch hinten rum, ne? Oh Mann. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Könnt ihr die nicht? Nee. Könnt ihr nicht. Furchtlose Krieger! Wollt ihr nicht angreifen? Was ist denn los? Meine Phrasen. Habt ihr die jetzt endlich eingeholt? Schau mal die da. Ah, Mann. Mach den mal platt. Ah, mein Bein ist eingeschlafen. Ich tue die mal nach da. Es ist komisch, dass die nicht gut schießen, gerade momentan. Thank you.
Die schießen nicht, ne? Die schießen nicht. Ich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Schieß mal. Das ist ein schändlicher Anblick. Jetzt versuche ich hier außen rum zu gehen und die quasi wieder. Pferde kommen auch mit. So, die kommen. Unser General wird angegriffen. Natürlich wird er angegriffen und er fällt auch gleich, weil der von einem Stock angegriffen wird. Hihi. So. So, okay. Wo ist die? Nein, nicht lösen, sondern angreifen. Warte, nee, du hilfst denen. Und die Kavallerie geht von hinten rein. Der General hier nochmal schön sammeln. Wo ist, hä? Ich hab euch. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ich hab euch gerade gesagt, dass ihr hier angreifen sollt. Ja, ist ja wurscht, ne? Das war ein Kampf, der hätte auf jeden Fall 100-mal, viel, 1000-mal besser gehen können. Oh mei. So, jetzt brecht mal hier durch. Mal schön auf die Flanke gehen. So toll gerade. Dann helft ihr halt hier mit. Und ihr schießt mal da rein. Und du machst nochmal wen unterstützt du? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Und jetzt nochmal die ganze Truppe. Der geht's auch nicht mehr ganz so gut. Was da los? Mutige Römer bis zum letzten Mann. Mutige Römer bis zum letzten Mann. Söhne des Machts. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ach. Da ist er. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ja super. Super. Alter, nervt es gerade. Nahkampfinfanterie. Befehle. Zerstückelt sie. Was killt den Mann? Was stört uns? Stellt euch mal breiter auf. Dann könnt ihr auch mehr kämpfen. Kann sein. Nahkampfinfanterie bereit. Zu Befehl. Du gehst darauf und du gehst mal jetzt hier hin und greifst den an. Ach, daneben nicht, ist mir doch egal. Das ist ein schändlicher Anblick. Ach. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Zurück! Na, die Pferde habe ich wirklich nicht geschossen. Unser General ist gefallen! Ach, du willst mich doch verquaken hier. Der will mich jetzt echt verscheißern. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das Lustige ist, dass er das mit dem General. Ja, hä? Jetzt fängt die an zu. Das ist doch blöd. Ah, da lief. Da lief sehr viel komischerweise Kacke. Also richtig Kacke. Also, dass die gepanzerten Legionäre gut sind, das ist klar. Aber das zum Beispiel die da, die haben gegen 3 gekämpft. Und das sind dann, also die beste Einheit da ist, sind die Söldnerspeere. Und die anderen waren ganz normale die da. Vigiles? Irgendwie so. Das waren ganz normale. Und meine. Evocati sind 1000-mal besser und checken können es nicht. Keine Ahnung warum. Die Römer sind bereit, ihren Blick zu tun. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Boah. Jetzt mach die mal fertig. Und das hier hinten war auch seltsam. Dass die Kavallerie nicht hier reingecharged ist, sondern
ist dahin gegangen und dann hat der sich wieder bewegt. Ach. So, schön in den Rücken. Oh, wie die mit den Dingern noch weiterkämpfen. Unsere Männer fliehen. Vor allen Dingen, ich musste wirklich meinen General reinschmeißen, damit hier das nicht zusammenbricht. Und das hat mich echt überrascht. Das war echt schlecht. Das war richtig schlecht. Und dass die. Ja, okay, ja, eben, das sind auch Evocati. Und die haben sich so breit aufgestellt. So in einer Zweierreihe quasi. Und haben so krass viel oder so krass lange ausgehalten. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ja, den kann ich jetzt ja einen vorspulen. Plätten. Ah, das war nicht gut. Das war nicht gut. Von den Kills her war es ganz gut. Aber ich, ja. Bei so einer Übermacht, also bei. Also der hatte ja ein bisschen weniger als das Doppelte von mir. Und wenn der Gegner so viel mehr hat, dann darf man keine Fehler machen. Naja. Aber das waren eigentlich jetzt seine Hauptarmeen. Das waren eigentlich jetzt seine wichtigsten Armeen. Weil jetzt hat er eigentlich ja nur noch eine heftige Flotte. Profit aus diesem. Nee. Gerade wirklich nicht. Ja, jetzt holt er den da. Ehrenhafter Tod, ja. Ja. Ich kann nur Paprika. Zügel. Ups. Ja, ich jag sie, ehrenhafter Tod. Genau. Du bekommst jetzt auch den da. Und wieder zurück. Und dann habe ich Kavallerie verloren. So, super. Du gehst jetzt mal hier hin. Wieso kommt der nicht mit? Naja. Gut. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Nächste Runde wird bestimmt hier das belagert. Das würde mich ehrlich gesagt ein bisschen überraschen. Nochmal ein Feind gemacht. Das ist lustig. Okay. So, das scheitert alles. Das ist doch wunderbar. Das da ist ein Admiral. Warte mal, ich habe 2, 4, 6, 7. Er hat auch 7.
Die Frage ist, ob ich das... Nee, ich kämpfe das. Aber nächste Runde. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.